Ich habe die Aktien bei der Gazprombank. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich glaube schon, dass der Weg über die Gazprombank auf jeden Fall ein gangbarer und auch ordentlicher Weg ist, ja. Und ich denke, damit hat man auf jeden Fall erstmal nichts falsch gemacht. Der Weg über die Gazprombank, wie ich auch in mehreren Videos gesagt habe, hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, es ist prinzipiell ein russisches Konto. Man kann dort russische Aktien einlagern und das ist auf jeden Fall prinzipiell erstmal eine gute Sache. Nachteilig ist halt, wir haben halt jetzt aus Deutschland oder halt auch aus anderen europäischen Ländern nicht wirklich einen Zugriff auf die Aktien. Das heißt, das ist ja so ein Typ C-Konto. Das heißt, man muss sich da legitimieren. Man muss gucken, dass man dort alles richtig gemacht hat. Das heißt, dass man halt, dass sich mit dem Reisepass legitimiert hat und so weiter und so weiter. Da muss man da hingehen, muss das Konto legitimieren und auch nur, wenn man da ist, kann man halt wirklich die Aktien verkaufen, kaufen, Geld abheben und so weiter. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es der bessere Weg ist, als die Aktien einfach selber auf dem Konto zu haben. Also deswegen, das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg und das ist, denke ich, eine gangbare Lösung. Und ja, also was ist jetzt mit den Aktien? Ja, nix. Ne? Also die liegen da jetzt halt rum. Die kriegen auch Dividenden. Also du müsstest eigentlich deine Gazprom-Dividende bekommen haben, wenn du die bei der Gazprom-Bank in Russland liegen hast. Und dementsprechend, denke ich, hast du erstmal vieles richtig gemacht. Ne?